Willkommen zu einer Runde Detroit Become Human. Wie wir eben im Vorspann gesehen haben, habe ich mich schon sehr gewundert, wie menschlich dieser Androide ist. Wenn er schon Langeweile hat und mit einer Mütze spielt. Das ist schon sehr interessant. Oh, was haben wir denn da? Ein Zwergfadenfisch. Nö, den retten wir mal. Wow, der ist ja geil gezeichnet. Geile Grafik. Ab ins Wasser mit dir. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Die vertraut aber den Droiden kein bisschen, ne? Phillips Caroline, Phillips John. Okay, zurücklegen. Das ist quasi die Familie, um die es geht hier in dem Haus. Ich glaube, wir müssen erstmal mit Chefermittler sprechen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Oh, der war aber sehr freundlich. Verstehe, was passiert ist. So, dann schauen wir mal. Konstruieren wir mal. Okay. Benutze die Maus. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Das haben wir schon verstanden. Jetzt gehen wir mal weiter in das nächste Zimmer. Ah, das Kind hörte keine Schüsse. Name Daniel. Wir gucken uns mal ein paar Hinweise an.
Gefühl. Familie wollte zu Abend essen. Verschwindet! Verschwindet alle sofort oder ich sprenge! Verwundet, also wurde auf ihn geschossen. Und versuchen wir mal, das kleine Mädchen zu retten. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nein! Oh, scheiß Situation. Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Ach du Scheiße. Verstanden? Jetzt müssen wir uns mit den Antworten aber ganz doll vorsehen. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du. Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben! Du musst ruhig bleiben! Es kommt alles wieder in Ordnung! Das hoffe ich doch. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Okay, das du war kriegst gut. Deinen Willen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Okay, wir opfern uns selber. Ich glaube, das ist das Beste. Oh, das wäre ja nochmal gut gegangen. Uns aber richtig zerlegt. Oh, Mission erfolgreich, Androide tot. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher
einschlagende Wege, die noch zu erkunden Wege freischalten, möglich ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die zu den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte am Ende enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugewählt werden. Okay. Legende zeigen. Wir gehen mal fortfahren. Wir wollen ja weiterspielen, gucken, wie es weitergeht. Alter, so eine Hammer-Grafik. Wow. Schon geil aufgemacht, das Game. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit. Die kosten aber ganz schön Geld, die Droiden. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, krass, wenn er einen Einbruch... Krass. Muss ich mal vorstellen, was man früher Fernseher verkauft hat. Da stehen jetzt Droiden rum. Hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke, das war's schon. Kann er hier mitnehmen? Ja, gleich hier drin, ja, nicht. Da ist er. Ich zahle nicht. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Okay, das ist ja schon sehr verdächtig. Wenn er meint, ja, das war wie ein Unfall, also mit dem Auto. Der Typ wirkte schon ein bisschen komisch. Als wenn er dafür verantwortlich war. Ich muss sagen, wenn ich die Grafik sehe für so ein Spiel, gibt man gerne Geld aus. Das ist schon sehr geil. Krass, die Droiden, der erkennt man wirklich nur noch an diesem blauen Ring, den sie neben der Schläfe haben. Sonst sieht er richtig menschlich aus. Okay, wir müssen zur Malerei Bellini gehen. Hey, Wasser.
Ich hoffe ja mal, dass sie ganz geradeaus ist. Ah, alles klar. Da sehen wir dann, wo wir hin müssen mit der rechten Maustaste. Ja, wie realistisch das alles aussieht. Ja, schon sehr geil. Ist auch toll. Jetzt spiele ich einen Droide, der ein Paket abholen muss, oder wie? Na, ja, das war nicht schlecht. Helini Paints. Okay, da müssen wir hin. Gehen wir mal rein. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Das ist auf jeden Fall praktisch, dass er sich so registriert. Er braucht kein Perso. Benutze folgende Taste, um den Kamerawinkel zu ändern. Ah, okay. Steuerung, alles klar, wissen wir Bescheid. Hole Bestellung ab, haben wir gemacht. Nimm den Bus nach Hause. Okay. Da hinten halten die Busse. Das fett aus, unglaublich. Wir müssen Familien ernähren und diese Androiden nehmen unseren Platz ein. Oh, Hauptsache die pöbeln uns nicht an. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Oh nee. Ich jetzt aber keinen Bock drauf. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig's ihm! Mach den fertig! Geh los auf zu mir! Mach den an! Ja, sehr gut! Scheiße! Du gehst nirgendwo hin! Wir nehmen dich jetzt auseinander! Mach das Ding fertig! Na los! Okay. Alter. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Heftig. Ja, so sind Menschen. Da kann einem der Androide schon fast leid tun. Obwohl, das wird vielleicht später wirklich mal so sein, dass Mensch und Maschine so nah aneinander rückt, Maschine mal besser werden. Und wir echt Konflikte haben untereinander. Krass. Extra eine Ecke, wo nur die Androiden stehen. Werden total ausgegrenzt. Das ist schon ein bisschen Rassismus, sowas. Wenn man sie schon so menschlich macht, sollte man sie auch menschlich behandeln. So, Markus hat den Bus genommen. Fortfahren. Thank you.
Ah, jetzt kommen wir mit den reparierten Androiden zurück. Der Typ sieht schon so ein bisschen mies aus, würde ich sagen. Ist natürlich bildhübsch. Kommst du? Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Krass, wenn ich Droide wäre, würde mir bei so einem Typen die Sicherung durchbrennen. Okay. Dann nehmen wir mal den Eimer und machen für ihn den Müll weg. Ja. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Ja, kann ich besorgen. Ja. Bring ich dir morgen. Alter, von Mülltrennung haben die aber auch noch nichts gehört. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Nur alles in einen Eimer rein. Ja, der Typ scheint echt ein Alkoholproblem zu haben. Fernseher an. Mal den Müll raus. Gehen wir mal lieber rein, bevor er wieder ausflippt, der Typ. Verdammt, Mann! Alter. Putze unten. Sie spielt auf jeden Fall erstmal. Mal gucken, was müssen wir da noch alles putzen? Was hat er denn für Probleme? Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Alter, was ist das denn für Penner? Das muss man sich als Roboter gefallen lassen. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Okay, alles Abrechnung. Oder Rechnungen, die nicht bezahlt sind. So, räumen wir mal ein bisschen auf. Natürlich ein bisschen Sport angucken.
Ist eigentlich krass, wenn man sich überlegt, was die Entwickler sich für eine Mühe gegeben haben. Hier kann man sich Sportartikel durchlesen. Ich meine, allein schon so einen Artikel zu schreiben, das dauert ja schon ewig. Okay, das verlassen wir mal. Wir sind ja nicht zum Lesen hier. Gott, wie viel Schnaps der getrunken hat, das ist ja widerlich. Der hat die bestimmt im besoffenen Zustand überfahren. Aber so richtig dreckig ist nichts, einfach nur muss halt aufgeräumt werden. Anschalten. Jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr Wiener. Ja, komm, machen wir mal weiter. Weitere 200. So, hier können wir weiter umschalten, das ist ja auch genial. Ne, ja, komm. Lüften ist gut. Das Bett machen müssten wir eigentlich noch. Das sind seine Tabletten, enthält Tina PT, Verhaltensstörung. Du Scheiße, Verhaltensstörung, und dann hat er noch eine Waffe da. Mann, Mann, Mann. Okay, hier können wir das Bett machen. Okay. Beseitige die Unordnung. Ist sonst noch irgendwas, was wir... Ah, da können wir noch was aufräumen. Das ist schon krass. Also es ist nicht so ein Droide, der einfach nur Befehle ausübt, sondern... Die denkt auch richtig, also. Weg da! Alter! Mann! Okay, Toilette haben wir auch sauber gemacht. Ah, das ist die Kleine. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Alice im Wunderland. Natürlich. Ist aber eingeschüchtert, die Kleine. Okay, dann würden wir, das würde ich sagen, wir lüften erstmal. Gut. Dann machen wir mal das Bett. Dann müssen wir nochmal räumen Alice Zimmer auf. Also hier liegt aber überall noch irgendwie was rum. Okay, rede mit Alice. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett.
Wie kamst du darauf? Oh, sie hat dir was gegeben. Ist denn das ein Schlüssel oder? Ja, ist ein Schlüssel. Ist natürlich auch gefährlich, wenn die Druiden so menschlich aussehen. Als wenn sie geschlagen wurde, sie verletzt ist. Oh. Ihr Vater hat sie sauer gemalt. Ihr Vater hat die Mutter mal geschlagen. Da ging es echt bergab, ne? Ach du Scheiße, Mutter ist umgekommen. Krass, ist selbst beim Druiden nicht mehr das Gelbe, sondern das Rote eben geblieben. Also, die Druiden scheinen wirklich nicht einfach nur programmiert zu sein, sondern haben auch irgendwie versteckte Emotionen, habe ich so das Gefühl. Boah, da kann ja noch was auf uns zukommen. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Alter, was für ein widerlicher Mensch. Scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Das arme Kind. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Also, wie soll ich denn der Kleinen helfen? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Das muss ich als Roboter ertragen. Mann, 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 Mann. Ah, unser Paketbote. Eigentlich schon traurige Geschichte, wenn ich das so sehe. Da legen wir mal das Paket hier ab. So, lege das Paket ab, kümmere dich um Karl. Gerade ist im Obergeschoss, okay. Dann gehen wir da mal hin. Also, da ist ein Treppenlift. Das heißt, Karl wird wohl älter sein. Dinosaurier-Skelette hängen. Das ist ja mal interessant.
Ach, da ist schon Karl. Sitzt sogar im Rollstuhl. Ich hoffe, dass der wenigstens freundlich ist. Guten Morgen, ist. Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Na, der scheint hier ganz nett zu sein. Verrückte Accessoires, würde ich sagen. So. Bring Karl zum Esstisch. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Ah, nicht da hinten. Der Treppenlift. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Das ist ja geil. Sowas will ich später auch mal haben. Essenstisch hin. Ich vermute mal, es wird hier im großen Zimmer, großen Saal sein. Ja, das sieht gut aus. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Serviere das Frühstück, dann wird doch hier gleich die Küche sein, oder? Ja. Das sieht doch praktisch aus. Ah, ne, hier. Bringen wir ihm mal gleich das Essen. Danke, Marcus. Fernseher! Die Spanierin in der 1898, als Russland das Gebiet einseitig als Teil seines Staatsgebiets deklariert hat. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee Position bezogen. Und die russische Flagge steht über dem Eisfeld.
Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Such dir eine Beschäftigung. Oh, hier ist ein Klavier. Dann spielen wir doch mal. Hauptsache, er ist nicht sauer, wenn er Fernsehen guckt und ich Klavier spiele. Melancholisch, hoffnungsvoll, aber hoffnungsvoll. Müssen wir Space drücken. Space gedrückt. Wir können sozusagen mit den Tasten Space beschleunigen, wie schnell er spielen soll, aber ich glaube, es reicht erstmal. Oh, er hat zugehört. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Ja, das scheint echt in Ordnung zu sein. Ja, hier lang. Jetzt so Steuerung ein bisschen komisch. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, komm. So, irgendwie läuft der ein bisschen komisch. Jetzt A drücke. So drücke. Aber wir können ja die Perspektive mal verändern. Jetzt können wir hier. Das ist ja komisch. Was hat er denn? Gehen wir mal. So können wir nach links gehen. Okay. Tja, irgendwie wollte die Steuerung nicht so richtig.
Wow. Das sieht ja fett aus. Geil, wenn man reinkommt, alles aus Glas. Und dann gehen die Vorhänge auf. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Krass. Geiles Bild. Putz das Studio, okay. Das sind dort die Farben, die ich geholt hatte, ne? Jo. Der hat aber ganz schön gewütet da, dass wir jetzt wieder aufräumen müssen. Hat der die alle auf den Boden geschmissen? Mann, Mann, Mann. Nicht zum. Achso, wir können ja. Genau. Können wir uns ja anzeigen lassen, wo wir was machen müssen. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Krass. Da bin ich ja mal gespannt, was er malt. Ende am Motiv zu malen. Wir malen mal Karls Bild. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt, es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Ja, das ist schon sehr interessant. Ob er was schafft, was nicht in seinem Programm ist. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Thank you.
Ist schon sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wow. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Alter, und das für ein fertiger Typ. Nicht. Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Das Plastikspielzeug nimmt aber keine Drogen. Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Krass. Harte Szene. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Und dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das waren viele emotionale Momente. Geiles Game. Da spielen wir auf jeden Fall weiter. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge.